Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Elson und ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Albanien und momentan wohne ich in Tirana mit meiner Familie. Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Sie sind beide älter als ich. Und ich habe auch eine Katze. Sie heißt Kalisi und ich habe sie vor 2 Jahren auf der Straße gefunden. Sie war zu klein und alleine. Jetzt ist sie fast 2 Jahre alt. Und Gott weiß, wo sie jetzt ist. Und das ist mein Weihnachtsbaum. Meine Katze hat fast alles gebrochen und deshalb habe ich diese Fahnen auf meinem Weihnachtsbaum gestellt oder gesetzt. Albanisch ist meine Muttersprache und ich kann fließend Englisch sprechen. Ich kann auch sehr gut Spanisch sprechen. Ich habe auch Türkisch und Italienisch gelernt, aber ich kann sie nicht so gut sprechen. Und, seit Dezember 2017 besuche ich einen Deutschkurs. Mein Deutschkurs ist sehr intensiv, von Montag bis Freitag, 3 Stunden pro Tag. Das heißt 15 Stunden pro Woche, also es ist sehr, sehr intensiv. Und ich möchte Deutsch lernen, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Und meine Freunde aus den deutschsprachigen Ländern haben mir außergewöhnlich geholfen. Und ich möchte mich bei Anne, Stefan, Stefanie, Ivi, Christine, Martin und Oliver bedanken. Sie haben auch ein paar Fragen für mich, aber ich lese diese Frage später, heute später. In der Zukunft möchte ich unbedingt andere Sprachen, Fremdsprachen lernen. Ich möchte Französisch und Russisch oder Hindi lernen. Also ich habe viele Hobbys. In der Freizeit höre ich gerne Musik. In den letzten Monaten habe ich viele deutsche Lieder gehört. Das erste Lied, das ich auf Deutsch gehört habe, war Colombo von Wanda. Das war ein sehr schönes Lied. Und mir gefallen auch die Lieder von Mark Fosner und Max Singer etwas, ich erinnere mich nicht an den Namen. Max Giesinger, genau, Max Giesinger. Er hat Wenn sie tanzt und 18 Millionen gesungen. Und diese Lieder gefallen mir sehr gut. Und ich mag Reisen. Einmal pro Jahr organisiere ich große Reisen. Und dieses Jahr war ich mit meiner Freundin aus den USA. Wir waren zusammen in Tschechien und Ungarn. Letztes Jahr waren wir in Italien, im Vatikan und in Griechenland. Nächstes Jahr, wir haben noch nicht keine Pläne, was wir nächstes Jahr machen. Aber wir möchten gerne in der Schweiz reisen, in die Schweiz reisen oder in Österreich. Ich schaue auch gerne Serien auf Netflix. Wenn ich Zeit am Wochenende habe, dann schaue ich meine Lieblingsserie. Diese sind Black Mirror. Das heißt auf Deutsch Der schwarze Spiegel. Und ich mag auch Bates Motel und Sense8 und The OA. Alle diese sind sehenswert. Eine Serie, die leider nicht auf Netflix ist, heißt Game of Thrones und es ist wunderbar. Diese ist meine Lieblingsserie. Also jetzt schauen wir ein Video von Christine. Christine ist eine Freundin von mir, sie wohnt in der Schweiz und sie hat ein Video für mich vorbereitet. Christine möchte Albanisch lernen. Und zusammen, wir sprechen circa zweimal pro Woche. Wir sprechen auf Skype und wir machen 30 Minuten nur Deutsch und 30 Minuten nur Albanisch. Und Christine ist meine Gesprächspartnerin und Christine hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und wir schauen das jetzt. Ich habe eine Frage an dich als meinen Sprachlehrer.
Im Moment habe ich sehr wenig Zeit zum Lernen. Hast du irgendeinen Tipp für mich, was ich tun könnte, damit ich nicht alles so schnell vergesse? Also Christine, ich habe auch ein paar Tipps für dich. Du solltest die Sprache in deinen Alltag integrieren. Das heißt, also zum Beispiel mein Facebook oder mein Handy sind nur auf Deutsch. Besonders in den letzten Monaten habe ich nur deutsches Lieder gehört. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe auch Programme oder Sendungen und Serien auf Deutsch gesehen. Und es ist wichtig, dass du auch andere Sprachpartner findest. Und natürlich habe keine Angst, Fehler zu machen. In diesem Video habe ich viele, ich bin sicher, dass ich viele Fehler gemacht habe. Aber egal, es ist Deutsch, es ist nicht meine Muttersprache. Es ist sehr wichtig. Also jetzt schauen wir ein anderes Video von Anne. Ich habe Anne vor 2 oder 3 Jahren auf Facebook kennengelernt. Sie hat mir außergewöhnlich geholfen, besonders mit Grammatik und Aussprache. Und ja, also wir sehen jetzt ihres Video. In Berlin fahren wir am liebsten U-Bahn. Mit welchem Verkehrsmittel fährst du am liebsten? Also in Albanien, wir haben nicht so viele verschiedene Verkehrsmittel. Wir haben keine Züge, keine U-Bahn, keine S-Bahn. Also am liebsten fahre ich mit dem Fahrrad. Ich habe ein kleines Fahrrad und ich fahre mit dem Fahrrad zu meinem Deutschkurs oder wenn ich etwas kaufen möchte. Aber meistens fahre ich mit dem Bus, weil es ein bisschen gefährlich ist, das Fahrrad zu fahren in Albanien ist. Das war ein sehr komplizierter Satz. Hoffentlich hast du mich verstanden. Also, wir haben noch ein Video, das ist von Oliver. Also, wir schauen jetzt ihr Video. Seines Video. Hallo Elson, hier ist Oliver. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und zwar: Erstens, warum lernst du Deutsch? Zweitens, was gefällt dir besonders an der deutschen Sprache und was gefällt dir nicht so gut an der deutschen Sprache? Und drittens, findest du, dass Deutsch schwer zu lernen ist, zum Beispiel im Vergleich zu den anderen Sprachen, die du bis jetzt gelernt hast? Danke. Danke auch. Also, warum lerne ich Deutsch? Ich habe das früher auch gesagt. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Diese sind die Bücher, die ich benutzt habe. Viele. Ich lerne mit Menschenmethode. Es ist sehr gut und ich habe fast alles. Ich habe auch mit sicher gearbeitet. Und wie finde ich die Sprache? Die Sprache am Anfang fand ich schwer zu lernen. Die Artikel, die da, das, diese waren schrecklich. Aber nur nach 2 oder 3 Monaten, dann die Artikel waren nicht eine Schwierigkeit für mich. Ich konnte sie gut erinnern und die Sprache hat mir gefallen. Und im Vergleich mit anderen Sprachen, die ich gelernt habe, Deutsch ist am schwierigsten, aber ich kann sagen, dass auch Albanisch sehr, sehr schwierig ist. In die deutsche Grammatik gefallen mir die Konjunktionen. Es gibt so viele auf Deutsch, die folgen immer bestimmte Regeln und das gefällt mir. Es gibt viele Regeln, aber es gibt nicht so viele, wie heißen auf Deutsch, Sonderformen. Es gibt nicht so viele und das ist auch gut. Also, ich habe keine Frage mehr. Danke schön, Christine, Anne und Oliver für diese Videos.
Und am 11. Dezember 2017 habe ich diese Deutschkurs angefangen. Heute ist der 11. Dezember 2018 und es ist genau ein Jahr Deutsch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte klick auf Gefällt mir, hinterlass einen Kommentar und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Video. Tschüss, auf Wiedersehen. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know.